Gestern sind wir von Singapur nach Hanoi geflogen. Der Flug hat gut 3,5 Stunden gedauert. Die Einreise war wirklich super schnell. Das Ganze hat irgendwie 2 Minuten gedauert. Auch Gepäck und alles war total unproblematisch. Und jetzt erkunden wir ein bisschen Hanoi. Ja, zu Beginn unserer Reise ist das diesmal klimatisch ein ziemliches Wellental. Bei einstelligen Temperaturen aus Deutschland weg, in Singapur dann 30 Grad. Hier in Hanoi, jetzt ganz im Norden von Vietnam, haben wir heute so 14, 15 Grad und leider regnet es auch. Wir erkunden trotzdem fleißig die Altstadt. Und dass der Kaffee schmeckt, weil wir sind mutig. Ich als Vegetarier, Veganer riskiere glatt mal einen Egg-Coffee. Und ich trinke einfach nur einen einfachen vietnamesischen Kaffee. Der ja auch anders ist als normaler Kaffee bei uns. Um das mit dem Egg-Coffee noch kurz aufzuklären. Ich habe den ersten Schluck genommen, habe gesagt, oh, schmeckt gar nicht schlecht. Und Steffi hat das Gesicht sowas von verzogen, als sie probiert hat. Scheint sehr unterschiedlich die Wahrnehmung zu sein. Das schmeckt einfach viel zu doll nach Ei. Nein, probiert es selbst aus, kommt her.
Ihr kennt ja bestimmt das geflügelte Wort in China, essen Sie Hunde. Trifft allerdings auch auf Vietnam zu, wie ihr jetzt sehen könnt. Thailand hatte ich ja immer noch das Gefühl, irgendwie ist es geordnetes Chaos. Aber das Verkehrschaos hier und das ständige Gehupe ist nochmal eine andere Nummer als Thailand. Die Nächte in Hanoi verbringen wir hier im Mayflower Hotel, was wir definitiv auch empfehlen können. Ja, kein riesiger Raum, aber richtig schön großes Bett, Kühlschrank, Safe, recht großer Flachbildschirm. Und Bad, das ist ja nicht üblich unbedingt in Asien, mit abgetrennter Dusche. Das ist natürlich auch nicht schlecht, sonst überschwemmt man ja immer gerne das ganze Bad. Föhn und, wenn man es nicht dabei hätte, Zahnbürste, Rasierzeugs, alles vorhanden.
Die letzten kurzen Aufnahmen haben euch in Ansätzen, und glaubt mir, wenn ich sage in Ansätzen, das Chaos gezeigt, das hier gefühlt rund um die Uhr in den Straßen von Hanoi herrscht. Ja, aber trotzdem gibt es immer wieder ruhige Oasen, wie wir jetzt hier gerade im Café Nola wieder gefunden haben, wo es ruhig und entspannt ist. Cola, Wasser und zwei Banh Mi, alles zusammen 2,26 Euro. Ja, und es gibt eins mit Gemüse und Käse und eins mit Tofu und ich glaube Avocado. Ja, also schauen wir mal.